wahrscheinlich Inventar, ne? Und Handwerk. Was kann die denn? Ab Stufe 17 tatsächlich auch. Also die ist schon mal besser. Angriffskraft, okay. Plus 5% Angriffskraft durch Bohrenschadenresistenz. Ja, okay. Also die ist tatsächlich das, was wir brauchen, glaube ich. Schnelle Angriffe. Ist leichte Rüstung, aber macht trotzdem mehr Rüstung als die Greifenschule. Okay. Die Wolfsschule macht natürlich auch Angriffskraft, ne? Die Wolfsschule macht aber Tränke. Achso, das ist die vergessene Wolfsrüstung. Haben wir... Wir haben ja schon das Wolfssilberschwert. Die Bluteffekte auf den Gegner angewendet wird, erhöht den Schaden durch Schwerter. Meint... Ah, okay. Ja, die macht Chance auf Bluten. Ja, okay, krass. Ja, das also Wolfsrüstung ist natürlich nochmal besser. Aber die Katzenrüstung ist auch erstmal gut. Jo, ah, die können wir auch erst mit 17 tragen. Mal sehen. Diese Jugend heutzutage. Alle. Einst fand eine Mutter ihr Kind sterbend neben sich liegen. Wünschst du den Segen des ewigen Feuers für dich und deinen Haushalt? Sieh, treuer Gläubiger, wie es scheint, das Licht. Pass auf, sonst siehst du das Licht auf meinem Schwert scheinen. Und geh weg, von diesem Geruch wird mir übel. Sag das doch gleich. Gegenlosung. Und von deiner Fischsuppe kriegt die Tante vom Diakon Kopfweh. Was brauchst du, ehe du fragst? Hämorrhoidensalbe ist gerade alle. Wovon sprichst du? Ist dein Räucherkram so schlecht fürs Hirn? Was meinst du? Du hast die Losung gesagt. Das heißt, du willst Kräuter kaufen. Ich weiß nichts von einer Losung. Und wenn ich zufällig eine gesagt habe, habt ihr eine ziemlich lausige Verschwörung am Laufen. Von diesem Geruch wird mir übel. Großartig. Ah, Seepocken sollen dir auf dem Pimmel sprießen, du Sohn einer leprösen Nutte. Hoffentlich kriegt er Flügel und fliegt im Herbst gen Süden. Wenn du mich verpfeifst, du Hurenbock, dann sorge ich dafür, dass unsere Scheiterhaufen nebeneinander stehen. Dann kann ich deinen anfachen und zusehen, wie dein Arsch geröstet wird, bevor ich sterbe. Deine Flüche sind viel besser als dein Segen. Du gefällst mir langsam, Kräutermann. Reg dich ab, ich verpfeife dich nicht. In diesem Fall kommen wir vielleicht ins Geschäft. Ich habe viele interessante Substanzen. Okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. Läuft per E-Mail. Was hat er denn hier? Der Kult von Freya. Okay. Runensteine. Was hat er hier? Verbessertes Geisteröl. Das ist natürlich gut. Das nehmen wir mal. Kann man ihm sonst was anbieten? Okay. Nö. Gar nicht. Spielen wir Cup. Voll die Gewinn-Session hier. Aber ich glaube, Novigrad ist noch ein bisschen zu krass. Wir müssen, glaube ich, erstmal Wählen abgrasen. Mit den Gewinn-Dingern. Vor allem, wenn wir so miserabel sind. Besten Karten haben wir irgendwie nicht. Okay. Anscheinend nicht. Elder. Okay. Haut er jetzt aber ordentlich raus hier. Okay. Aber zwei Zehner haben wir von ihm schon mal gezogen. Okay, da passt die 100. Das ist ja nicht schlecht. Gewinnen.
jetzt kriegen wir einen Finter. Nice. Wenn er jetzt noch was Gutes spielt gegen uns. Zack. Okay. Wir haben aber auch krasse Karten, muss man ja mal so sagen, ne? Echt starke Karten. Sowieso alle spielen, was wir jetzt haben, und hoffen, dass es reicht. Gewinnmäßig müssen wir erstmal ein bisschen paar Karten holen. Okay, wir haben Hexeraufträge auf jeden Fall. Oh, auf der Fährte. Sprich mit dem Aufseher. Okay, eine Nebenquest haben wir wohl. Und ansonsten eine Hauptquest und ansonsten Hexeraufträge. Ist auch nicht schlecht. Drei Hexeraufträge haben wir. Flüchtiger Dieb. Mal gucken. Gucken wir uns das mal an. Ja, krass, ey. Ja, gewinnt sind die halt alle noch ein bisschen zu stark für uns. Alter. Auf dem Zaun hinterm Hof hockt der Arm. Hey, mich bloß im Eis vor. Das sind mindestens zwei Tage. Man muss sich an eine gute hier Krieg. Hast du den Mut, mir diese Verleumdungen ins Gesicht zu sagen? Gerne. Du bist ein Mutant, eine Missgeburt, ein überflüssiges Relikt aus alten Zeiten, das wie ein trockener Ast verbrannt werden sollte. Mir sind meine Worte zu schade, um sie an dich zu vergeuden. Dann geh! Verschwinde! Probier es mal mit Zwiebeln in Öl. Ja? Was? Ja? Was sollte ein Hexer hier wollen? Die Augen haben sie mir ausgestochen. Hexen sind die Quelle allen Übels. Sie plagen sich mit Kobolden und Schlingen. Die besten Vorräte. Nicht Rängel. Es drängelt doch gar keiner. Sehr gut. Manieren haben immer Vorrang. Der spielt auch Quint. Zeig doch mal. Aber gegen den spielen wir jetzt nicht, weil wir haben eh keine Chance hier in Novigrad. Bis dann. Wir brauchen erstmal bessere Karten. Weißer, schau mal hier drüben. Sei gegrüßt, Meister.
Ich bin wegen des Auftrags hier. Habt ihr wirklich ein Koboldproblem? Oder war das ein Fehlerteufelchen in der Anzeige? Spaße nicht, Meister Hexer. Ich weiß, dass diese Kreatur nur im Märchen existieren dürfte. Aber ich habe eine mit eigenen Augen gesehen, als sie mich bestohlen hat. Na gut. Na schön. Wie sieht der Kobold denn aus? Wie eine fiese, fette Katze. Aber eine sehr große Katze. So groß, siehst du? Und sie läuft auf den Hinterpfoten. Was hat er dir geklaut? Einmal Brot, einmal einen Fisch, dann Äpfel. Mag nicht viel sein, aber unterm Strich leidet das Geschäft. Und ich bin nicht der Einzige, der belästigt wird. Er hat fast schon jeden Stand auf dem Platz bestohlen. Also, wirst du ihm eine Lehre mit dem Silberschwert erteilen? Wenn du ordentlich zahlst, kümmere ich mich darum. Die Nachfrage nach Hexern ist groß, das Angebot nicht. Ich kann mir die Aufträge derzeit aussuchen. Ein bisschen viel, aber wir finden einen Kompromiss. Gut verhandelt, Meister. Na schön, abgemacht. Cool, 310. Entspann dich, ich helfe dir. Kleine Geschäfte sind die Basis einer gesunden Wirtschaft. Und so weiter und so fort. Danke, Meister Hexer. Ich weiß nicht, ob es nützlich ist, aber vor kurzem sprang der Dieb über diese Mauer und lief in einen Durchgang. Das ist das Letzte, was ich von ihm und ein paar Waren gesehen habe. Nicht kaputt. Rettet uns vor dem Bösen! Mutant! In den Kerker! Da gehörst du hin! Der Händler hatte recht. Sieht wirklich wie eine Riesenkatze aus. Bei Armen geht's immer bergab. Der Kobold hat wohl etwas von seiner Beute verloren. Ist hier entlang. Er ist in den Graben gefallen. Hier endet die Spur. Man dreht sich kurz um. Schon sieht man wieder mehr Abschaum in Novigrad. Mutanten durften hier früher nicht rein. Die Stadt geht vor ihnen. Hier hören die Pfotenabdrücke auf. Stattdessen fangen Stiefelabdrücke an. Die Mieze trägt Stiefel? Sperrangel weit offen. Interessant. Ein Brief? Sowas. Unser Kobold ist des Lesens kundig, wenn nicht gar gebildet. Ein Doppler. Das erklärt vieles und macht die Sache kompliziert. Ich brauche eine gute Spur, um ihn zu finden. Eine Frauenbluse, ein Männerhemd, Kinderschuhe, aber nur ein Bett. Lavendel, starker Duft, genug, um ihn aufzuspüren. Na schön. Das ist alles, was ich habe. Ich hatte auch einen Laib Brot, aber ich habe ihn fallen lassen und wollte nicht umkehren. Weise! Wenn dir irgendwas zustößt, bleiben wir hungrig. Seltener Anblick, so ein Elf und eine Wache des ewigen Feuers beim Schwätzchen. Schwätzchen? Nichts ist weniger wahr. Dieser Rassist hier hat verlangt, mich zu durchsuchen. Grundlos. Du
Du bist ein Anderling. Noch einen Grund habe ich nicht gebraucht. Sei froh, dass ich nichts gefunden habe. Jetzt verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Verpiss dich in den Wald und spiel Flöte. Welch Duft. Und da habe ich die Tempelwächter für ungepflegte Wildschweine gehalten. Du wagst es, einen Beamten im Dienst zu beleidigen? Ich gebe dir einen Rat, Mutant. Du musst gerade reden. Ich weiß, dass du ein Doppler bist. Und ein Kleptomane. Die Händler haben einen Auftrag auf mich ausgeschrieben? Immer die gleiche Scheiße. Hey, warte! Wirfst meiner Helder lüsterne Blicke zu? Willst du wirklich einen wütenden Hexer sehen? Willst du? Okay. Verdammt, ich sehe alt aus. Bitte aufhören. Ich ergebe mich. Du kannst vielleicht wie ein Hexer aussehen, aber wie einer kämpfen kannst du nicht. Aber wenn ich in deine Haut schlüpfe, merke ich, was du für jemand bist, was du fühlst. Ich töte sie nicht, das stimmt. Aber meine Regeln gelten nicht für jeden und nicht jeder hat mein Gewissen. Also geh woanders klauen. Am besten weit weg von Novigrad. Die goldenen Zeiten für Doppler sind hier schon eine Weile vorbei. Ich weiß, aber ich dachte, mich kriegen sie nicht. Ich dachte, ich wäre zu schlau. Geschieht mir recht. Vielleicht lerne ich es so. Zeit, weit weg zu gehen. Aber zuerst... Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Leb wohl, Hexer. Sag mal hier. Schluss. Lasst ihn in Ruhe. Oh, haben wir da einen Anderling-Versteher? Ich hasse es, mich zu wiederholen. Lasst ihn. Hey Jungs, hier ist einer scharf auf Dresche. Zeigen wir ihm, was in Novigrad mit Mutantenfreunden passiert. Ach Leute. Wo einer ist, da braucht man nur zu spucken und schon trifft man den nächsten. Ich will nicht sterben. Okay. Danke, Fatgern. Wenn du nicht eingegriffen hättest, hätten sie mir die Ohren abgeschnitten wie Fehler. Oder schlimmer. An eurer Stelle würde ich Novigrad verlassen. Was soll man dazu sagen? Setzen dir die Anderlinge auch zu? Mir? Nein. Im ewigen Feuer, ja. Noch haben sie andere Sündenböcke, die sie verbrennen, aber bald werden sie euch holen kommen. Das glaube ich nicht. So weit würden sie nicht gehen. Ich war 1268 in Riva, während des Massakers. Ich weiß genau, wovon ich spreche. Passt auf euch auf. Was meinst du damit? Was soll ich tun? Das Haus nicht verlassen, den Weg frei machen, um die Menschen vorbeizulassen? Lebt wohl. Bloide Däune. Immer mit ihrer Däune, Alter. Wissen sie nicht, wer ich bin? Quinn Blade. Hier riecht sogar der Regen nach Pisse. Viel Aufregung über viel Regen. Okay. Haben wir den Hexauftrag ja auch schon abgeschlossen, ist doch gut. Ah! Zack. Abkürzung.
Sei gegrüßt, Meister. Problem gelöst. Ich habe den Kobold aufs Land geschickt. Pferdemähnen verwuscheln und in die Milch pissen, wie es die Tradition verlangt. Und woher weiß ich, dass du die Wahrheit sagst? Keine Trophäe, keine Belohnung. Du gibst mir besser eine. Sonst wird dir die unsichtbare Hand des Marktes eine klatschen, dass du eine Woche lang nicht sitzen kannst. Ich gebe dir die Hälfte der vereinbarten Summe. Und ich werde nicht nochmal mit dir Geschäfte machen. Wichser! Was die wollen? Ah! Such dir wen in deiner Größe. Oh, kann ich gerne machen. Das Regen aufzieht, habe ich in den Knochen gespürt. Was suchst du hier, Schmerzbringer? Sind hier doch. Hilfe! Rette mich! Ich sterbe an Armut. Komm her! Kommt alle her! Weißer, schau mal hier drüben. Eine Woche steht hier. Hm? Ich bin wegen des Auftrags hier. Ah ja, eine Nachtwache wurde ermordet. Zähe Männer, bis an die Zähne bewaffnet. Muss eine Bestie gewesen sein. Okay. Muss? Was macht dich so sicher? Wenn du die Leichen gesehen hättest. Wie sahen die Leichen denn aus? Sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen und ich habe viele Leichen gesehen. Kennst du die Geschichten von Menschen, die in der Wüste von Serikanien gestorben sind? Vor Hitze? Diese Leichen stammten direkt aus diesen Geschichten. Okay. Reden wir zuerst über meine Bezahlung. Ich weiß, was meine Dienste wert sind. Vielleicht können wir ein bisschen höher ansetzen. Schon besser, aber immer noch zu viel. Schon besser, aber immer noch zu viel. Na gut, das müsste ich zahlen können, vorausgesetzt, du tust gute Arbeit. Die Leichen wurden begraben? Wo? Auf Befehl hin wurden sie verbrannt. Unser Arzt hat sie sich vorher angesehen. Rede mit ihm. Er ist am Hafen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Wir bezahlen dich auch. Die Jungs und ich haben für eine Belohnung zusammengelegt. Ein ganzer Tag verschwendet.
klar, Alter. Ich bin alles so leid. Ja, so sind die Zeiten. Ein Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Geht nicht mehr viel, dann hänge ich den Beruf an den Nagel. Du bist Chase. Sind gerade keine Wachen. Tja, du Missgeburt. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler als ich. Ist das langweilig. Ich war hier, ich war dort. Überall der gleiche Mist. Nice. Und Brot und Gold. Da sicher was vorhin noch. Almosen für die Armen. Solange hier keine Wachen rumwuseln. Schon das leere Schiff im Hafen gesehen? Keiner weiß, wie es hier ist. Ich will ihn lebendig. Lebendig. Da war eine Wache. Du bist der Arzt. Was kann ich für dich tun? Es geht um die toten Wachen. Du hast die Leichen untersucht. Haben ihre Freunde dich angeheuert? Gut, ich helfe dir gerne. Hast du an den Leichen Klauen oder Bissspuren gefunden? Bissspuren, nein. Klauenspuren nicht unbedingt. Nur Kratzer. Wahrscheinlich von Fingernägeln, von ihren Abenteuern bei den Huren. Die letzte Leiche, wo wurde sie gefunden? In einer Seitengasse an der Straße vom Hafen zu den Freudenhäusern. Sie wurde mitten in der Nacht dorthin gebracht. Den Ort muss ich mir mal ansehen. Ich habe gehört, dass die Leichen vertrocknet waren. Glaubst du auch, dass sie von einer Bestie getötet wurden? Ich nicht. Sie waren vertrocknet. Vielleicht wollten sie einen Magier festnehmen, der sie verzaubert hat. War es Dehydration? Ganz sicher nicht. Aber ich weiß nicht, womit es sich vergleichen lässt. Danke. Ich sollte mir mal die Stelle ansehen, wo sie gefunden wurden. Viel Glück. Gerade nur einen einzigen Humpen. Nichts Neues. Klingt nach einem Vampir. Oh! Was für eine Hackfresse! Meinst du dich? Ja. Wie viel's hier zu looten gibt, ey. Langweilst du dich vielleicht? Gott nicht. Richtig viel zu looten gibt es hier. Keine Waffe in Sicht. Einen schönen Tag. Oh. Höflich. Ich fühle mich heute so schlapp. Pflege! Ich fühle mich heute so schlapp.
Mann, das lange Gesicht. Hast du dich eingeschissen? Zu Rum und Abendrot sag ich nie nein. Ist das langweilig? Gibt's einfach so viel einzusammeln? Hey, Hüpfer. Was muss ich tun, um deinen schönen Tod zu kriegen? Was ist das? Der Herr mit den lustigen Hosen. So, jetzt habe ich erstmal alles eingesammelt, glaube ich. Komm näher! Nicht so zurückhaltend! Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Oh nein. Hey, Hüpfer. Was muss ich tun, um einen schönen Tag zu kriegen? Bewaffnete Grobiane in der Stadt. Ein Skandal. Was hast du denn so graue Haare, Süße? Nein. Du bist besoffener. Ich stehe darauf. Ja, mal erstmal alles eingesammelt. Ich würde mir große Ehre erweisen, wenn du mir gestrichen würdest. Mir reicht's mit dem Leben. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Auf dem Zaun hinterm Hof hockt der Hahn und kräht. Das Leben ist ich komm zu dir, echt mein hübsches Ding, sobald es eben geht. Wer kann Man sich sagt, heutzutage dass die einen Hexer leisten? Alles Lügen. Ein Wunder, dass du überhaupt wiedergekommen bist. Nicht jeder von uns hatte das Glück. Verfluchte Piraten. Das nennst du Leben, Hexer? Können wir den das Schiff leer looten hier? Ist schon mal gut. Verschwendeter Atem. Lalalala. Die einfach alle rumsehen hier. Richtig gut. Ich habe nur einen einzigen Humpen. Mir fehlt die Berührung einer Frau. Die sehen hier so scheiße aus. Die Leichen wurden hier gefunden. Ich muss nach Hinweisen suchen, nach Mann, etwas Ungewöhnlichem. Hufspuren, eindeutig. Ein Pferd? Ich kenne kein Pferd, das auf zwei Beinen geht. Diese Jugend heutzutage, alle weich in der Birne. Komm näher! Nicht so zurückhaltend! Du wirst sehen, dass ich alles habe, was du jemals brauchen könntest. Im Leben muss man was riskieren. Die Hinweise führen alle zur Krüppelkati. Leere Parfumfiole. Teuer. Die Gegend hier ist dafür zu schäbig. Schönen Tag. Das Leben ist manchmal Wie echt mit dem scheiße. Ärger? Wachtmeister, kleine Pause bei der Hexenjagd? Meine Verehrung, Verehrtester. Bring uns das Übliche. Natürlich. Immer hat er die Reparatur geschafft? Nein, hat gemeint, ich gehe davon aus, dass ab sofort jeder Schritt von dir beobachtet. Das ist es. Das ist nicht normal. Wo bin ich?
Alles in Ordnung? Ich war in dem Haus. In dem da? Ich glaube schon. Entschuldige bitte, ich muss mich ausruhen. Von einem Succubus verzaubert? Ich muss ins Haus rein und sehen, was da drin ist. Succubus. Ich bin alles so leid. Was macht der denn hier? Bist du blöd? Siehst du nicht, dass das ein Hexer ist? Befolgt sicher irgendeine Bestie. Hilf einem armen Kerl! Bin Kriegsveteran. Eine Krone? Almosen für... Succubus, okay. Wer bist du? Schon mal was von Hexern gehört? Bist du hier, um mich zu töten? Ich weiß nicht. Ich möchte erst mit dir reden. Warum hast du die Wache getötet? Ich war unvorsichtig, hab mich überraschen lassen. Sie wollten mich töten, ich musste mich wehren. Das ist alles? Keine herzzerreißende Geschichte über den Hass der Menschen auf alles, was anders ist? Ich bin keine Lügnerin. Auch töte ich nicht ohne Grund. Du musst die Stadt verlassen. Und was, wenn nicht? Dann muss ich dich umbringen. Ich hasse Veränderung. Wie dumm von mir, in diesen Hinterhalt zu rennen und mich überrumpeln zu lassen. Über deinen Tod werde ich lügen müssen. Ich bringe immer eine Trophäe mit. Na schön. Nimm das. Und das. Weil ich wütend auf dich bin. Aber ich werde mich beruhigen, wenn ich von hier verschwunden bin. Succubus. Ja, gut. Dann haben wir das auch. Hat er die Reparatur geschafft? Nein, ich meinte, ich hätte nämlich den Beruf an den Nagel. Ich bin alles so leid. Also im Endeffekt haben wir jetzt eigentlich nur die ganzen Anderlinge aus der Stadt gejagt und ihnen gesagt, dass sie nicht wiederkommen sollen. Hm? Die Wachen wurden von einem Succubus getötet. Succubus? In Novigrad? Wie denn? Das Licht des ewigen Feuers beschützt die Stadt. Dann war es in letzter Zeit wohl einige Male aus. Der Succubus wird niemandem mehr was tun können. Hier ist der Beweis. Meisterliche Arbeit, Hexer. Und hier ist deine Belohnung. Wie versprochen. Leb wohl. Was? So, die weiße Dame haben wir noch, auch in Neuwald. Sprich mit der Witwe. Und dann sprechen wir mit der Witwe. 243 Erfahrungspunkte. Nice. Du würdest echt irre aussehen. Nice. Idioten. Verdammte Bastard. Was ist denn passiert? Bewohner von Skellige haben jetzt die Krüppelkarte übernommen. Ah. Übernommen? Wie das? Inhaberin verdroschen, Mädchen rausgeworfen, zu saufen angefangen. Sind seit gestern dabei, feiern offenbar irgendeine fette Beute. Ja, klingt nach Skelligern. Aber du siehst wie ein ehrlicher Mann aus. Hilf uns, wirf die Rabauken raus. Wir haben nicht viel, aber wenn wir zusammenwerfen, wird sich's lohnen.
Na gut. Gut, mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Es gibt also doch noch gute Menschen auf der Welt. Komm mit. Was musst du dafür bezahlen? Jetzt aber rausziehen, jetzt aber rausziehen. Hallo. Tut mir leid, Kollege, aber du musst dein Horn woanders füllen. Dieses Etablissement gehört heute zu Skellige. Mhm. Mir scheint, wir sind in Novigrad. In Novigrad gelten die Regeln von Novigrad. Und die brecht ihr gerade. Wie bitte? Seit wann darf man nicht in Ruhe trinken? Sich etwas amüsieren? Zieh Leine, sonst kriegst du den Zorn eines Skelligers zu spüren. Ach, Mist. Verschwindet, sonst kriegt ihr meinen Zorn. Ich gehe nirgends hin, nur ihr. Wenn nicht, schlage ich euch bewusstlos und trage euch raus. Du drohst mir? Mir? Weißt du eigentlich, wer ich bin? Jormund von Faröl. Aha. Nie von dir gehört. Verdammte Festlandratten! Hey da, Jungs, kommt mal her! Dieses Würstchen hätte gerne ein paar Maulschellen. Wie heißt du schon die Schulter warm macht? Aua! Nach Feigling. Schon mal gegen einen Hexer gekämpft? So, jetzt ist aber gut hier. Au. Ist aber auch alles enge hier. Ihr stinkt nach Feigling! Nein, ich hätte fast geschafft. Ich habe am Anfang einfach zu viele Treffer kassiert, ey, so ein Mist. Am Ende sah es ja richtig gut aus, aber der Anfang war halt einfach scheiße, weil ich da nicht zurechtgekommen bin gerade. Musste erstmal wieder rinkommen hier in die Schlacht. Außerdem waren sie ja zu dritt. 3 gegen 1. Die eine haben auch ganz schön was ausgehalten. Die beste Klinge ist. Tut mir leid, Kollege. Naja, raus hier. Wie bitte? Ich. Du Druck. Nee, von. Verdammt! Ihr stinkt nach Feigling! Kommt gleich von der Seite, Junge. Angriff! Mann. Schon wieder zu viele Schläge kassiert. Komm her! Ich häng mir deinen Kopf an den Sack. Fest. Alpha-Wand. Komm her jetzt. Ich hau ich weg. Das ist nur noch der eine jetzt. Muss mich hier in so eine Taverne hier schlagen, Junge. Na schön, es reicht! Boah. Bei Freyas Titten, das hat mich aber ernüchtert. Meine Herren, gehen wir jetzt. Amüsieren wir uns woanders. All diese Schwerter. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Verdammte Schwarze!
Nee, die Schwarzen waren das nicht. Hallo. Bisschen was gab's jetzt zu looten. Das hat sich doch gelohnt hier oben. Oh, nice. Ist doch nochmal ein bisschen. Also wirklich, ist mir alle zu enge hier. Wo ist er jetzt hin? Diese Jugend heutzutage. Vielen Dank. Wir hätten es alleine nicht geschafft. Ich weiß. Wir haben nicht viel. Ich hoffe, dies reicht dir. Behaltet es. Ihr braucht es dringender als ich. Danke. Leute wie du geben mir das Vertrauen in die Menschheit zurück. Ah, das war nicht. Das ist eine materielle Welt. Ich bin ein materielles Mädchen. So, was jetzt hier mit der weißen Dame? Du hast kräftige Schenkel, Fremder. Kurz, wer dir heute den Arsch küsst, beißt den rein. Du bist Chase. Mann von Hacker. Vergiss es. Hacker. Der kleine Schnacker. Dein kleinen Ackerschnacker. Das verheißt nichts Gutes. Ist richtig. Seht euch das an! Ihre Katzen haben schon wieder auf meine Wäsche gepinkelt. Sie sind eine Plage, diese Julia und ihre Haare. Sieh sich den einer an. Cool. Honig, Honig, Honig. Honig, Honig, Honig. Honig, Honig, Honig. Wo ist die Dame? Da ist sie. Sei gegrüßt, Hexer. Hallo. Ich bin wegen der weißen Dame hier. Genau. Das hatte ich gehofft. Meine Nachricht hängt schon so lange, dass sie schon ganz verblichen ist. Ich konnte sie entziffern, aber ich muss noch mehr wissen. Dann frag mich. Ich habe sowieso Angst, auf die Felder zu gehen. Ich will nicht enden wie Mikko und seine Bande. Okay. Mikko und seine Bande. Wer sind die? Vier Kerle. Alles Saufköpfe und Taugenichtse. Nach ein paar Gläsern hatten sie die Idee, die weiße Dame zu vögeln, damit sie sich vom Acker macht. Romantiker. Die weiße Dame hat die Jungs verschmäht. Sie liegen noch auf dem Feld. Keiner traut sich, sie zu begraben. Die weiße Dame sucht eure Felder heim? Ja, an der Hütte vorbei, in der Nähe vom alten Turm. Die Leute sagen, sie hätte sich dort eingemistet. Und? Wirst du uns vor ihr beschützen? Die weiße Dame kann warten. Reden wir erst über meine Belohnung. Bitte. Ah, die Hexeraufträge, die geben echt richtig viel. Oh, Meister Hexer, glaubst du, ich würde auf dem Feld arbeiten, wenn ich so viel Geld hätte? Alter. Der Verstimmungsgrad ging aber richtig hoch. Oh, na schön. Das kann ich noch drauflegen. Ja, ich kümmere mich um sie. Mit härteren Bandagen als der wackere Mikko.
Die Front wird sich wieder verlagern. Die Preise werden steigen. Wer hat dir das gesagt? Grauenvolles Massaker. Die Magier sollen tapfer gekämpft haben, aber am Ende wurden sie mit Feuer nach draußen getrieben. Und die Enten mit Pfeilen eingedeckt. Ewiges Feuer. Dann schauen wir uns mal die weiße Dame an, ne? Die so will. Die Frau. Oh, erstmal speichern hier. Getrocknetes Blut, sehr alt. Aber die Brandspuren sind frisch. Unnatürlich, das Medaillon vibriert. Was immer er vor seinem Tod gesehen hat, es hat ihn sehr erschreckt. Trunkenbolde. Der Körper ist verdorrt. Brandspuren. Das war die Mittagserscheinung. Blasse Haut, aber kein Blutverlust. Das ist kein Vampir. Ich hatte mit 4 Leichen gerechnet. Tiefe, unregelmäßige Spuren. Jemand ist blindlings geflohen, in Panik. Zum Turm. Höchstwahrscheinlich. Ich sollte den Turm untersuchen. Die Blutspur führt zum Keller. Überlegener tanzender Stern. Verbessertes Reliktöl. Cool. Seltsam, als ob ein Wirbelwind vorbeigefegt ist. Es deutet alles auf eine Mittagserscheinung hin. Sie weicht mir aus. Ich muss etwas finden, das ihr gehörte. Dann muss sie sich mir zeigen. Zu looten, ne? Katzenschulenausrüstung, nice. Aber auch alle zu eng sein muss hier. Cool, dass wir was von der Katzenschule gefunden haben. Okay, Hühnchen.
bei der Quest, wir kriegen einfach mal alles. Okay. Hier ist nichts weiter. Schade. Na gut. Läuft, ey. Können wir bestimmt richtig viele gute Sachen herstellen. So, die reicht mir ja aus. Wir haben erstmal alles eingesammelt, ist schon mal gut. Neuen Honig erzeugt hier? Nö. Sei gegrüßt, Hexer. Hallo. Anscheinend ist diese weiße Dame eine Mittagserscheinung. Das heißt, ihr Götter, arme Luzi. Luzi, sie sollte heiraten, richtig? Ja, ihre Eltern hatten sie einem Schmied aus der Stadt versprochen. Wohlhabend, aber älter als elfische Ruinen. Luzi rannte vom Altar auf die Felder und schnitt sich die Venen auf mit dem Silberdolch, den sie zur Verlobung bekommen hatte. Warte, ich zeig ihn dir. Krass. Ach ja, die meisten... Luzis Eltern brachten es nicht über Scherz, ihn zu verkaufen oder zu begraben. Sie gaben ihn mir. Ich will sie vertreiben, aber erst muss ich sie anlocken. Ich brauche etwas, das ihr gehörte. Der Dolch wäre perfekt. Nimm ihn, aber töte Luzi. Versprich's mir. Sie soll nicht länger leiden. Okay. Mensch, ey. Wie viele Monster einfach verhindert werden könnten, indem sie einfach nicht so eine Scheiße bauen, ja? Wenn sie die Leute nicht zwingen würden, etwas zu tun oder immer irgendwelche Rache heraufzubeschwören oder sonst irgendwas, sondern einfach mal die Leute in Ruhe leben lassen würden. Oh ja, Mittagserscheinungen kommen nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr raus. Hübsch! Schnucki! Lass uns tanzen. Sei gegrüßt, Hexer. Problem gelöst. Du kannst wieder raus auf die Felder. Vielen Dank. Dein Lohn. Und möge das Glück dir hold sein.
Dankeschön. Oh.